Bearbeitet. Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 19, Gesetz zur Einführung einer Kindergrundsicherung. Wortmeldungen liegen uns dazu vor. Beginnen möge Frau Staatsministerin Scharf aus Bayern, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir alle hier, wir sind vereint in der Sorge um unser Land, um unsere Demokratie, vereint in unserem Verfassungsorgan der Länder, vereint in der Nähe zu den Problemen der Menschen und vereint in der Suche nach pragmatischen, nach effizienten und nach tatsächlich vollziehbaren Lösungen für ihre Sorgen und Nöte. Nach einem Wahlergebnis in den Niederlanden, aber noch mehr nach den Prognosen für das wichtige Wahljahr 2024, müssen wir mit großer Sorge feststellen, Deutschland steht an einem Scheideweg. Die Menschen verlieren Vertrauen, die Schwächsten und genauso die Leistungsträger verlieren Vertrauen. Und deshalb müssen wir auch hier deutlicher als bisher formulieren. Der Entwurf zur Kindergrundsicherung hat hehre Ziele, die wir teilen. Mehr Familien erreichen, den Zugang erleichtern, Kinderarmut bekämpfen und das alles möglichst schnell. Doch dieser Entwurf erreicht dies alles nicht. Im Gegenteil, er ist ein Paradebeispiel dafür, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Auf der einen Seite Tausende von Stellen, weit über 5000 Stellen und 400 Millionen Euro Zusatzkosten im Jahr, auch auf die Kommunen und auf die Länder kommen für die Bildungs- und Teilhabeleistungen erhebliche Mehrkosten zu. Die kommunalen Spitzenverbände laufen Sturm. Und das alles in einer der größten Haushaltskrisen der Bundesregierung seit Jahrzehnten. Das steht auf der einen Seite. Was steht auf der anderen Seite, auf der Habenseite? Keine sofortige, wuchtige Hilfe für die Familien. Keine tatsächliche Neubemessung des Existenzminimums, wie vehement von den Sozialverbänden gefordert. Da ist die Bundesregierung gerade auf dem sozialpolitischen Auge blind. Und dann noch das Potemkinsche Dorf, die angebliche Vereinfachung. Und ich will das jetzt an einem Beispiel darstellen. Familie Meier bezieht Bürgergeld. Status quo des Vollzugs ist, sie hat eine Behörde, von der sie das Geld bekommt. Nach dem Gesetzentwurf in der Zukunft können es drei Behörden sein. Nummer eins: Kindergarantiebetrag, Kinderzusatzbetrag, pauschaler Zusatzbetrag, Schulbedarfspauschale. Der kürzlich gefeierte Loriot hätte seine Freude daran, aber allen Ernstes: Kindergarantiebetrag, Kinderzusatzbetrag, pauschaler Zusatzbetrag, Schulbedarfspauschale erhält Familie Meier von der Familienservicestelle der BA, die Nummer eins. Nummer zwei: die zusätzlichen Kinderbedarfe bekommt Familie Meier beim Jobcenter. Denn nach dem Entwurf bleiben SGB II und SGB XII die Auffangsysteme. Die Meiers müssen auch im Falle von Einkommensverschlechterungen während der sechsmonatigen Bewilligungszeitraum zum Jobcenter, also Behörde Nummer zwei. Nummer drei: für die weiteren Bildungs- und Teilhabeleistungen müssen die Meiers zu einer dritten Behörde. Welche dies sein wird, das entscheiden die Länder. Das alles ist bitter, handwerklich und auch im Verfahren. Statt Beteiligung der Fachleute ernst zu nehmen, heißt es in der Bundesregierung Augen zu und durch, den Mund zu bei der Bundesagentur für Arbeit und Zensur gegenüber kritischen Fachleuten, Ohren zu gegenüber den engagierten Praktikern vor Ort mit dem Fazit: ein riesiger Berg von Aufwand und Kosten gebiert eine Maus an Effekten, wenn überhaupt. Und am Ende müssen Familien doch zu drei Behörden rennen. Meine Damen und Herren, die Preissteigerungen treffen die Schwächsten am härtesten. Die Familien mit Kindern, geringen Einkommen, niedrigen oder auch keinen Rücklagen, haben in den Monatsbudget den höchsten Anteil an Konsumausgaben, an Mietnebenkosten, an Energiekosten. Was sollen Sie denken über 400 Millionen Euro Bürokratiekosten? Was sollen Sie denken angesichts der harten Abrechnung der Sozialverbände mit diesem Entwurf? Und was soll Ihnen Hoffnung und vor allen Dingen neues Vertrauen geben, wenn Frau Bundesministerin extrem teure und wenig überzeugend technische Vereinfachungen in weite Ferne preist, wenn sie gegenüber dem Finanzminister scheitert und deshalb im Hier und im Heute, in der aktuellen Notlage, die ärmsten Kinder und Familien nur Trockenbrot anbietet? Meine Damen und Herren, Deutschland schlingert, diese Bundesregierung schlingert. Viele Menschen wenden sich ab und suchen Hoffnung bei den Vereinfachern à la Couleur. Unsere Demokratie braucht jetzt Handlungskompetenz, sie braucht messbare Ergebnisse.
Aber eines braucht unser Land nicht, noch mehr Marketingsprüche aus den Laboren der Werbeabteilungen oder noch mehr Symbolbegriffe, die sind längst hohl und schal. Und davon haben die Schwächsten eben nichts, außer Frustration und Respektverlust gegenüber den Eliten. Die Familien mit niedrigen Einkommen, die am Monatsende jeden Euro umdrehen müssen, die Schwächsten, nämlich ihre Kinder, brauchen jetzt konkrete Hilfen und dafür reichen wir die Hand. Dieser Verantwortung, die weit über die rein materielle Frage hinausgeht, die den Kern der Stabilität und vor allen Dingen das Vertrauen in unsere Demokratie tangiert, dieser Verantwortung wird der Entwurf zur Kindergrundsicherung nicht gerecht. Leider ein weiteres Symbol des Scheiterns an der Realität. Bayern lehnt diesen Gesetzentwurf ab. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank dafür. Als nächste Rednerin hat sich Frau Ministerin Touré aus Schleswig-Holstein gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, die Einführung einer Kindergrundsicherung ist trotz aller politischen Kompromisse im Vorfeld ein großer und wichtiger Schritt, um Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen. Und deshalb freue ich mich, dass wir als Länder die Gelegenheit bekommen, diesen Aufschlag mit weiteren Ideen zu unterfüttern. Und ich möchte auf drei zentrale Punkte eingehen, die uns als Schleswig-Holstein besonders wichtig sind, zu denen wir alleine oder mit anderen Ländern gemeinsam Anträge in die Ausschüsse eingebracht haben. Erstens, es gibt Nachbesserungsbedarf zu dem Aufgabenpaket, das bei dem Familienservice liegen soll und den Finanzierungsfragen, die damit verbunden sind. In der Kindergrundsicherung sollen Kindergeld, Bürgergeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag und die Leistung des Bildungs- und Teilhabepakets für Kinder zusammengeführt werden. Und der aktuelle Entwurf ist bei der Aufgabenteilung der Bildungs- und Teilhabeleistung definitiv verbesserungswürdig. Der Familienservice soll die Zuständigkeit für die pauschalierbaren Leistungen übernehmen. Den Ländern soll die Zuständigkeit für die nicht pauschalierbaren Leistungen übertragen werden. Aus Perspektive der Familien wird damit eine Leistung auf unterschiedliche Behörden aufgeteilt. Ich begrüße die Ziffern der Strichdrucksache, die vorsehen, dass alle Leistungen für Bildung und Teilhabe aus einer Hand vom Familienservice geleistet werden. Diese Aufgabenbündelung beim Familienservice ist wichtig. Im Falle, dass diese Aufgabenbündelung nicht stattfindet, müssten wir in Schleswig-Holstein Leistungs- und Verwaltungsaufgaben an die Kommunen übertragen. Aus dem einfachen Grund, dass wir nicht die Strukturen haben in einem Flächenland, um die im Entwurf vorgesehenen Abwicklungen durchzuführen. Mit Ziffer 38 schlagen wir eine Möglichkeit vor für den Fall, dass keine Zusammenführung der Leistungen erreicht werden kann. Diese sieht vor, zunächst das Schulbedarfspaket und die Pauschale für die soziale Teilhabe, wie auch vorgeschlagen, auf den Familienservice zu übertragen. Die übrigen Bestandteile sollten dann unverändert im SGB II und den anderen Leistungssystemen bleiben. Dort gibt es bereits funktionierende Strukturen, die die Länder nicht haben. Dies könnte auch eine Art Übergangslösung darstellen. Sollte auch diese Lösung nicht umgesetzt werden, müssten die Länder davor geschützt werden, im Rahmen der Konnexität den Kommunen die Ausgaben erstatten. Das geht nicht ohne eine Regelung zur Kostenübernahme durch den Bund. Zweitens, die Entlastung von anspruchsberechtigten Familien. Schleswig-Holstein setzt sich dafür ein, den Familienservice zu einem One-Stop-Shop auszubauen. Damit können Familien beim Familienservice auch Anträge auf weitere ergänzende Leistungen stellen, die von anderen Stellen administriert werden. Kurz gesagt, Familien sollen nicht noch mehr Behörden aufsuchen müssen. Drittens und abschließend der Unterhaltsvorschuss. Insbesondere Kinder von Alleinerziehenden sind häufig von Armut betroffen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Alleinerziehende überwiegend finanziell profitieren, wenn Unterhaltsvorschuss parallel zum Kinderzusatzbetrag bezogen wird. In diesen Fällen soll, anders als bei der bisherigen Rechtslage, bei den Betroffenen nur ein Teil des Unterhaltsvorschusses beim Kinderzusatzbetrag angerechnet werden. Ein paralleler Bezug von Unterhaltsvorschuss bei Kindern ab 7 Jahren soll vom Einkommen des Elternteils abhängig sein. Erwerbshindernisse wie die Betreuung weiterer Kinder, die Pflege von Kindern mit Behinderung oder der Bezug von Mutterschaftsgeld werden im aktuellen Entwurf noch nicht berücksichtigt. Eine Ausnahmeregelung bei diesem Personenkreis ist also notwendig, unserer Meinung nach. Es ist unsere Verantwortung als Politik, dafür Sorge zu tragen, dass kein Kind in Armut hineingeboren wird und kein Kind in Armut leben muss. Die Kindergrundsicherung ist ein wichtiger erster Schritt, um genau dieser Verantwortung gerecht zu werden, und wir freuen uns auf die weiteren Beratungen.
Ja, herzlichen Dank dafür. Nächste Rednerin ist Frau Senatorin Günther Wünsch aus Berlin. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Als Senatorin für Bildung, Jugend und Familie in Berlin liegt mir das Thema der Reduzierung von Kinderarmut besonders am Herzen. Und das aus einem ganz besonderen und aus einem guten Grund, denn Berlin ist mit der Zahl der von Armut betroffenen Kindern alarmierend hoch. Fast jedes vierte Kind bei uns in Berlin ist in einer Familie aufgewachsen und wächst in einer Familie auf, die von Grundsicherungsleistung betroffen ist. Die negativen Auswirkungen von Armut auf die Kinder und Jugendlichen ist in vielen Studien belegt und lässt sich wie folgt zusammenfassen. Sie haben eine eingeschränkte Teilhabe, sie haben weniger erfolgreiche Bildungsbiografien und sie haben eine mangelnde Gesundheit. Um diese langfristigen Folgen zu reduzieren, haben wir in Berlin schon unlängst eine Strategie gegen Kinderarmut ins Leben gerufen. Bereits jetzt stellt das Land Berlin eine vielfältige Landschaft an Angeboten kostenfrei für Kinder und Jugendliche und ihre Familien zur Verfügung, um sie teilhaben zu lassen. Unsere Familienservicebüros in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit bieten einen umfassenden Service unter einem Dach und zeigen, wie Bürokratie tatsächlich abgebaut werden kann. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in unserem Land in vielen Bereichen zur Entlastung von Familien bereits jetzt beitragen. Wir passen die Infrastruktur an die Bedürfnisse vor Ort an, sei es in der Familienbildung, in der Qualität, in der Kita und im Ganztag oder in der Freizeitgestaltung für Jugendliche und der Berufsorientierung. Diesen Weg werden wir auch weiterhin mit viel Engagement weitergehen. Wir haben uns aufgemacht, die Folgen von Armut für Kinder und Jugendliche zu reduzieren, und ich weiß, dass es auch andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Thüringen und Niedersachsen ähnlich geht, indem sie Präventionsstrategien verfolgen. Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, Kinder effektiv vor Armut zu schützen und ihnen definitiv bessere Perspektiven zu geben. In dieser Hinsicht hatten wir als Berlin sehr hohe Erwartungen an ein umfassendes Konzept zur Kindergrundsicherung. Dieses Konzept sollte eben nicht nur darauf abzielen, die Armut zu verringern und die Existenzsicherung zu stärken, sondern auch und insbesondere die Antrags- und Genehmigungsprozesse zu vereinfachen und die Bürokratie zu reduzieren. Die zentrale Frage, die wir uns also heute hier stellen müssen, ist der vorliegende Gesetzesentwurf in seiner derzeitigen Fassung wirklich geeignet, um effektiv gegen Kinderarmut vorzugehen? Leider müssen wir feststellen, dass der aktuelle Entwurf nur rudimentäre Ansätze für die dringend benötigten Ziele vorweist und damit noch einen langen Weg gangbar macht. Folgende kritische Punkte sehen wir in dem Gesetzesentwurf. Zunächst die verfassungsrechtlich problematische Übertragung der Kindergrundsicherung auf die Bundesagentur für Arbeit, da die Länder nach Artikel 30 und 83 Grundgesetz Bundesgesetze ausführen und es sich bei der Kindergrundsicherung eben nicht nur um die Weiterentwicklung des Kinderzuschlags handelt. Der mit dem Gesetzentwurf verbundene massive Bürokratieaufwuchs und insbesondere für Familien, aber eben auch für die Verwaltung durch viele neue unterschiedliche Anlaufstellen und Antragstellungen. Die geplante Umsetzung über die Bundesagentur für Arbeit unter der neuen Bezeichnung Familienservice würde mit Doppel- und Parallelstrukturen einhergehen. Die Beratungsstrukturen bei den Jobcentern würden verloren gehen und Familien verlieren eben da auch schon sehr eingeübte Ansprechpartner. Problematisch sehen wir ebenfalls, dass weiterhin Bürgergeld und Sozialhilfe als Auffangsysteme fortbestehen sollen. Nahezu alle Sachverständigen haben die bundeseinheitliche Wohnkostenpauschale problematisiert, die den Kinderzusatzbetrag künstlich erhöhen würde, aber andererseits bei den Eltern vom Jobcenter in derselben Höhe wieder weggekürzt werden würde. Kritik gibt es auch an den neuen Begriffen als Umetikettierungen und Neuzuordnungen. Diese werden viele Familien verwirren. Beispielsweise sei nur genannt, aus dem Kindergeld wird der Garantiebetrag und aus der Bedarfsgemeinschaft für die Familiengemeinschaft. Und zum Schluss geht insbesondere der Kindergrundsicherungscheck komplett am Ziel vorbei. Es erfolgt erst eine Abfrage der relevanten Daten nach einem Einverständnis der Familien. Es kann dann aber auch nur ein Teil der Daten überhaupt erhoben werden. Und diese Daten wiederum dürfen nicht weiter verwendet werden. Das gleicht einem Schildbürgerstreich. Schon diese kritischen Punkte zeigen sehr deutlich, dass der vorliegende Gesetzentwurf in seiner derzeitigen Form nicht ausreichend ist, um die Herausforderung der Kinderarmut effektiv anzugehen. Für eine Leistung, die wir als Kindergrundsicherung bezeichnen und für die wir zukünftig auch bereit sind, viel Geld bereitzustellen, muss die Messlatte wesentlich weiter oben liegen. Hier kann es nicht darum gehen, Versprechen zu machen, die sich später nicht erfüllen, geschweige denn umsetzen lassen.
Die drei großen Ziele, die mit dem Konzept einer Kindergrundsicherung verkündet wurden, sind also mit Leben zu füllen. Zunächst einmal ein Mehr an Leistung für Kinder und Jugendliche, danach insbesondere eine stärkere Transparenz dieser Leistungen und insbesondere auch weniger Bürokratie, damit auch ein besserer Anspruch gelingen kann. Was heißt das für unsere weitere Befassung mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf? Wir müssen an folgenden Punkten noch mal intensiv in die Diskussion gehen. Die Rechtskreise und Leistungsbereiche müssen sinnvoll aufeinander abgestimmt werden und die Leistungen für Bildung und Teilhabe müssen neu sortiert und die Zuständigkeiten sinnvoll strukturiert werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß, dass das hier in einfachen Worten oder in wenigen Worten noch einfach klingt, aber mir ist durchaus die Komplexität hinter den einzelnen Punkten bewusst. Lassen Sie uns also konstruktiv weiter dafür streiten, wie wir tatsächlich eine existenzsichernde neue Leistung für Familien so gestalten können, dass sie vor Ort umsetzbar sind und wirklich zur Entlastung von Familien, aber insbesondere zur Armutsprävention von Kindern beitragen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank dafür. Nächste Rednerin ist aus Hamburg die Frau Senatorin Schlotzhauer. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal ist es ja eine gute Nachricht, dass wir heute über einen ganz konkreten Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer Kindergrundsicherung beraten können. Es muss Anspruch unseres Landes sein, seine jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürgern, den Kindern und ihren Familien bestmöglich auch und gerade finanziell zu unterstützen, um von Anfang an ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Ich begrüße es daher ausdrücklich, dass wir uns auf diesen Weg machen und versuchen, im Interesse der Familien und Kinder in unserem Land das Dickicht aus den verschiedensten familienpolitischen Leistungen zu lichten. Richtig ist daher, dass der Gesetzentwurf den Ansatz verfolgt, Leistungen für Familien zu bündeln und eine einheitliche Leistung für alle Kinder einzuführen. Ich freue mich auch, dass der uns dazu vorliegende Gesetzentwurf finanzielle Verbesserungen für berufstätige Alleinerziehende vorsieht. Gleichwohl treiben mich mit Blick auf die konkrete Ausgestaltung des Gesetzentwurfs mit seinen vielen leistungsrechtlichen Schnittstellen auch erhebliche Bedenken um. So richtig der Ansatz einer Leistungsbündelung ist, so wichtig ist es, dies im Gesetzgebungsprozess auch handwerklich so umzusetzen, dass Familien tatsächliche Erleichterung bei der Beantragung dieser Leistung und in ihrem Alltag erfahren. Ich mache mir jedoch begründete Sorgen, dass gerade Familien mit wenig Ressourcen durch die neue Kindergrundsicherung nicht Erleichterungen, sondern eher weitere Erschwernisse erfahren. Konkret dadurch, dass sie nach dem bisherigen Entwurf der Bundesregierung nunmehr mit mehr Behörden konfrontiert sein werden als schon zuvor. Das haben auch Vorrednerinnen bereits angesprochen. Unsere zentrale Leitlinie muss es aber sein, das konkrete Leben der Familien vor Ort wirksamer zu verbessern. Und das gelingt uns mit der Kindergrundsicherung nur dann, wenn wir es schaffen, Leistungen tatsächlich zu bündeln und aus einer Hand anzubieten. Dies ist mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf aus meiner Sicht jedoch noch nicht gewährleistet. Vielmehr werden Doppelstrukturen innerhalb der Verwaltung verstetigt und auch neu geschaffen. So sind existenzsichernde Mehr- und Sonderbedarfe sowie einmalige Bedarfe bislang auch künftig nicht durch den Kinderzusatzbetrag abgedeckt, sondern die betroffenen Familien müssen hierfür weiterhin Bürgergeld oder Sozialhilfe beantragen. Beispiele hierfür sind auch Mehrbedarf bei behinderungsbedingten Kosten, bei krankheitsbedingt kostenaufwendiger Ernährung oder bei notwendigen Erstausstattungen, wie beispielsweise einem Jugendbett. Für diesen Personenkreis gibt es insoweit weder eine Vereinfachung noch eine nennenswerte materielle Verbesserung. Diese Familien müssen sich nunmehr viel mehr an zwei Leistungsträger wenden. Für die weiterhin in Länderzuständigkeit verbleibenden, jedoch nicht pauschalierten Leistungen für Bildung und Teilhabe möglicherweise sogar noch an eine dritte Stelle. Das erzeugt sowohl für die Betroffenen
als auch für die Verwaltung einen hohen zusätzlichen Aufwand. Es besteht sogar die Gefahr, dass es zu einer Unterdeckung kommt, wenn ergänzende Bedarfe künftig im Einzelfall nicht hinreichend abgefragt oder erkannt werden. Auch wenn ich mit der Bundesagentur für Arbeit eine hochkompetente Organisation an unserer Seite weiß. Der neue Familienservice der Bundesagentur muss flächendeckend als kompetenter Ansprechpartner vor Ort agieren. Er muss die Familien im Hinblick auf die Beantragung aller in Betracht kommenden Leistungen umfassend beraten und unterstützen. Darüber hinaus könnte eine gegenwärtig im Gesetzentwurf nicht vorgesehene Antragsweiterleitung des Familienservice an andere zuständige Leistungsträger die von mir beschriebene Problematik zumindest etwas abmildern. Im Bereich der Bedarfe für Unterkunft und Heizung wird es nach dem vorliegenden Gesetzentwurf für die Familien im SGB II bzw. SGB XII Bezug eine Doppelzuständigkeit von zwei Leistungsträgern geben, wenn es hier nicht zu Nachbesserungen im Gesetzentwurf kommt, nämlich den Familienservice einerseits und den Grundsicherungsträger andererseits. Diese unterschiedliche Zuständigkeit birgt eine große Gefahr für das Auftreten von Miet- und Heizungsschulden, die eine Wohnungskündigung bzw. Energiesperre nach sich ziehen können. Derartige Schwierigkeiten würden zum Beispiel vermieden, wenn die Wohnkostenpauschale nur an Familien ausgezahlt würde, die keine weiteren Transferleistungen nach dem SGB II oder SGB XII benötigen. Familien, deren Unterkunftskosten auch vom Jobcenter bzw. Sozialamt übernommen werden, sollten dagegen keine anzurechnenden Kinderwohnkostenpauschalen erhalten. Diese Familien sollten ihre Unterkunftsbedarfe stattdessen gänzlich durch Bürgergeld bzw. Sozialhilfe aus einer Hand abdecken können. Auch die unterschiedliche Dauer der im Gesetz vorgesehenen Bewilligungszeiträume im Gesetzentwurf der Bundesregierung einerseits sowie im SGB II und SGB XII andererseits möchte ich hier einmal kurz ansprechen. Das sind einmal 6 und einmal 12 Monate. Hier besteht ein Risiko für kurzfristige Leistungsunterbrechungen. Diese Leistungsunterbrechungen können finanziell von den Familien nicht aufgefangen werden. In der Konsequenz ist daher eine Vereinheitlichung der Zeiträume auf jeweils ein Jahr anzustreben. Im Ergebnis gehen wir also mit dem vorliegenden Entwurf eines Bundeskindergrundsicherungsgesetzes zwar einen wichtigen Schritt und auch in die richtige Richtung. Aus meiner Sicht muss der Gesetzentwurf jedoch noch deutlichere Änderungen erfahren, um für die Familien in unserem Land einen echten Gewinn darzustellen. Ich schließe daher mit meiner Hoffnung, dass die umfangreichen Stellungnahmen des Bundesrates mit zahlreichen konkreten Änderungsbitten konstruktiv aufgenommen werden und dass es im weiteren parlamentarischen Verfahren zu konkreten Verbesserungen kommt. Diese Verbesserung brauchen wir, damit wir eine gelingende Umsetzung des Gesetzes ganz im Sinne der Kinder und ihrer Sorgeberechtigten in diesem Land sicherstellen. Herzlichen Dank. Ja, besten Dank. Und nun spricht Frau Bundesministerin Paus vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor wenigen Tagen kamen in einem Tagesspiegelartikel 5 Menschen zu Wort, die als Kinder von SozialhilfeempfängerInnen aufgewachsen sind. Darunter eine junge Frau, die trotz guter Noten ihr Jurastudium abbrach, allein weil sie den Eindruck hatte, nicht dazuzugehören. Sie formulierte es so: Die Scham, den Selbsthass, weil einem immer die Schuld für die eigene Armut zugeschrieben wird, die wird man nie wieder los. Ganze Studien belegen, als Kind in Armut aufzuwachsen, das hat gravierende Folgen für das Selbstbewusstsein, für die Gesundheit, für den Bildungserfolg. Die OECD rechnet uns vor, dass sich bereits 2019
die gesamtgesellschaftlichen Kosten vergangener und aktueller Kinderarmut in Deutschland auf etwa 3,4% unseres Bruttoinlandsproduktes beliefen. Um die Dimension plastischer zu machen, fallen die 60 Milliarden Euro Investitionen aus dem Klima- und Transformationsfonds weg, dann gehen Wirtschaftsexperten für 2024 von etwa 0,5% geringeres Wachstum aus. Meine Damen und Herren, die Kinderarmut hat sich in unserem Land strukturell verfestigt, weil Eltern nicht die Gelder bekommen, die ihnen zustehen, weil das bestehende System unzureichend ist. Und dabei wissen wir doch alle, erst recht, wenn wir uns unsere demografische Entwicklung anschauen, jedes Kind verdient die bestmögliche Förderung. Wir brauchen jedes Einzelne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihre zahlreichen konstruktiven Verbesserungsvorschläge zur Kindergrundsicherung zeigen mir, dass viele von Ihnen das ebenso sehen. Es geht uns um die beste Lösung. Und dazu liegen aus den Ausschüssen nun viele konkrete Vorschläge vor, wie wir das Gesetz noch besser machen können. Mit Freude habe ich gelesen, dass der Ausschuss für Jugend und Frauen die Kindergrundsicherung ausdrücklich begrüßt. Und sie ist ja tatsächlich ein Systemwechsel. Sie führt die wesentlichen kindbezogenen Leistungen zusammen, die Familien zustehen. Alle Kinder haben künftig einen Anspruch auf die Kindergrundsicherung, ob aktuell im Bürgergeld oder nicht. Zuständig ist der neue Familienservice, zu dem die Familienkassen umgebaut werden. Dieser Familienservice wird mit dem Kindergrundsicherungscheck prüfen, wer Anspruch hat, und er wird Familien proaktiv informieren und Beratung anbieten. Der Familienservice zahlt den Kindergarantiebetrag vormals Kindergeld aus plus eben gegebenenfalls den Kinderzusatzbetrag, je nach Einkommen der Eltern und nach Alter der Kinder. Durch die Anpassung an die Inflation und Neudefinition des Existenzminimums bekommt ein 5-jähriges Kind im Bürgergeld voraussichtlich 31 Euro mehr im Monat. Und liegt die Inflation im Jahr 2025 wieder bei 3%, dann ergeben sich in der Kindergrundsicherung, weil die Wohnkostenpauschale mit dabei ist, 532 Euro für die Kleinsten und bis zu 638 Euro für die ältesten Kinder. Das ist eine Investition in Chancengerechtigkeit. Alleinerziehenden wird der Unterhaltsvorschuss auch nicht mehr ganz, sondern eben nur noch zu 45% auf die Kindergrundsicherung angerechnet und sie haben soweit mehr als die Hälfte von dem Unterhaltsvorschuss dürfen sie behalten. Ab dem 7. Lebensjahr des Kindes, sofern sie selbst mindestens 600 Euro verdienen. Die Kindergrundsicherung ist außerdem so konzipiert, dass weniger Geld fließt, je höher das Erwerbseinkommen ist, aber eben doch immer so, dass sich Arbeit lohnt. Die Kindergrundsicherung will ganz bewusst eine Brücke bauen von Transferleistungen in die Erwerbstätigkeit. Im engen Austausch mit der Bundesarbeitsagentur für Arbeit, und mit Hochdruck arbeiten wir außerdem daran, dass die Kindergrundsicherung so unbürokratisch wie möglich bei allen Familien ankommt und das digital. Dabei greifen wir auch Hinweise aus den Ländern zur Digitalisierung und zum Datenaustausch auf, für die ich sehr dankbar bin. Denn Sie haben recht, das ist ein Knackpunkt. Und wir müssen daran arbeiten, dass die Schnittstellen reibungslos funktionieren. Intensiv prüfen wir, wie der Familienservice am besten eine Front-Office-Funktion übernehmen kann und damit insbesondere für Familien im Bürgergeldbezug unnötige Ämtergänge vermieden werden können. Denn aus Perspektive der Familien sollen die Leistungen wie aus einer Hand wirken. Und wenn es dazu erforderlich ist, dass unterschiedliche Stellen Hand in Hand arbeiten, dann kann genau das auch im Hintergrund passieren, also im Backoffice. So werden Anträge, die beispielsweise im Jobcenter entgegengenommen werden, an die zuständige Stelle im Familienservice weitergeleitet und umgekehrt. Intensiv diskutieren wir auch weiter die Neuorganisation der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Damit sind Herausforderungen für die Länder verbunden. Das sehe ich sehr wohl. Die Stellungnahmen der Ausschüsse zeigen, wie wichtig den Ländern das Thema ist. Und dazu liegen nun unterschiedliche und zum Teil konkurrierende Vorschläge von Ihnen vor. Die unterschiedlichen Optionen wollen wir prüfen. Und sie werden uns sicherlich im weiteren Verfahren beschäftigen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir uns auf eine Lösung verständigen können, die im Bundestag und im Bundesrat eine Zustimmung finden wird. Sehr geehrte Damen und Herren, im eingangs zitierten Zeitungsartikel schildert ein junger Mann als stärkste Kindheitserinnerung die Scham im Ministrantenunterricht.
weil sein einziges Paar Schuhe so stank. Er lernte die Lektion: Am Ende zählt, dass seinen Eltern das Geld für Schuhe fehlte. Wir lernen auch aus einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung: Zusätzliches Geld für arme Familien kommt bei den Kindern an. Gerade einkommensarme Eltern geben es direkt aus für Anschaffungen und für soziale Teilhabe ihrer Kinder. Die Eltern sparen eher an sich selbst. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sagt, dass die Kindergrundsicherung die Armutsgefährdung von Kindern senken kann. Deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam die Strukturen schaffen für den Ausweg aus der Kinderarmut, für diese so notwendige Investition in die Zukunft unseres Landes, in sein wichtigstes Kapital, in unsere Kinder. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Anmerkungen und auch für die weitere Zusammenarbeit. Besten Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Insofern können wir zur Abstimmung kommen. Dazu liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen und ein Landesantrag vor. Wir beginnen mit dem Landesantrag. Wer stimmt dem Landesantrag zu? Das ist eine Minderheit. Dann rufe ich die Ausschussempfehlungen auf. Wir beginnen mit der Ziffer 1. Ziffer 1, das ist eine Mehrheit. Weiter geht es mit der Ziffer 2. Ziffer 2, das ist und bleibt eine Minderheit. Weiter geht es mit der Ziffer 3. Auch das ist eine Ziffer 3. Thüringen ist noch dabei. Sehen wir Thüringen nicht? Thüringen 2, 3. Sehen wir trotzdem. Nö, passt. Es bleibt bei einer Minderheit. Also Ziffer 3 war eine Minderheit. Dann geht es weiter mit der Ziffer 7. Entschuldigung, Ziffer 4. Wo ist die? Ach, die habe ich jetzt übersehen. Okay, Ziffer 4. Ziffer 4, aber das ist deutlich eine Mehrheit. Ziffer 4, und jetzt kommen wir zur Ziffer 7, bitte schön. Das ist eine Minderheit. Nun die Ziffer 8. Mehrheit. Ziffer 9. Mehrheit. Ziffer 10. Mehrheit. Ziffer 11. Mehrheit. 12. Auch eine Mehrheit. 13. Ich mache ein bisschen langsam. 13, weil genau, jetzt ist es eine Mehrheit. 15. Ich habe zwar schon ein hohes Tempo, aber man muss dann auch immer die Hand noch heben. Das ist eine Mehrheit. 16. Das ist eine Mehrheit. Weiter geht es mit der 17. Auch das ist eine Mehrheit. Dann entfallen die Ziffern 18, 19 und 20. Und wir kommen zu 21. Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 22. Und wir kommen zu 23. Eine Mehrheit. 26. Auch das ist eine Mehrheit. Damit entfallen die Ziffern 27 bis 32, 34 bis 39 und 43. Dann machen wir einen großen Sprung und können weitermachen mit der Ziffer 41. Das ist eine Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 42. Wir kommen zur 46. Auch das ist eine Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 47. Wir kommen zu 51. Eine Mehrheit. Damit entfallen die Ziffern 52, 53 und 54. Und wir kommen zur 56. Ziffer 56, bitte. Auch das ist eine Mehrheit. Weiter geht es mit der 57. Wiederum eine Mehrheit. 58. Auch das ist eine Mehrheit. Ziffer 59 soll nach Buchstaben getrennt abgestimmt werden. Bitte Ihr Handzeichen für den Buchstaben A von Ziffer 59. Das ist eine Mehrheit. Nun bitte Ihr Handzeichen für den Buchstaben B. Auch das ist eine Mehrheit. Wir kommen zur Ziffer 63. 63 ist eine Mehrheit. Weiter geht es mit 64. 64, das ist eine Minderheit. 66, eine Mehrheit.
Damit entfällt die 67. Wir kommen zur 69. Das ist eine Mehrheit. Weiter geht es mit der 71. Auch das ist eine Mehrheit. Damit entfällt die Ziffer 72. Nun bitte 74. Das ist eine Mehrheit. Weiter geht es mit der 84. 84. Na, das ist eine Minderheit. Ziffer 85 soll nach Buchstaben getrennt abgestimmt werden. Deshalb bitte erst der Handzeichen für den Buchstaben A von Ziffer 85. Wer möchte hier mitstimmen? Das sind nicht viele. Das sind viele. Na, doch, das ist eine Mehrheit. Nun bitte ihr Handzeichen für Buchstaben B. Sind alle noch wach? Wunderbar. Aber das ist jetzt eine Minderheit. Gut, wer stimmt für den Buchstaben C und E? C und E. Das ist eine Mehrheit. Bitte ihr Handzeichen für den Buchstaben D. Das ist eine Minderheit. Bleibt auch eine. Nun bitte ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlungen. Das ist eine Mehrheit. Und damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung genommen. So, jetzt haben wir keinen Tagesordnungspunkt mehr mit Reden. Aber viel abzustimmen. Ich rufe erstmal den Tagesordnungspunkt 20 auf, Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Es liegen keine Wortmeldungen vor.